Ah, hallihallo da Hi. draußen. Guten Abend. Wieder mal ein netter Sonntag. Ja, unser schönes Thema heute, muss Meditation immer anstrengend sein, ne, lieber Georg? Haben wir irgendwie Genau. eigentlich schon mal vor 3 oder 4 Wochen gedreht und dann ist die Technik Versucht. abgeschmiert und Ja. wir waren sogar fast fertig, ne? Und dann ist die Speicherung aber auch abhanden gekommen. Das heißt, das existiert nicht mehr. Also auf ein neues heute. Und ergänzend haben wir uns gedacht, was gibt es dazu heute, was wir beim letzten Mal nicht hatten? Ja, genau. Wir dachten, wir nehmen mal so drei, ich sag mal, gefühlt Kernthemen oder Missverständnisse, die es so in Meditation geben kann, und zeigen so im Kontrast, wie Meditation, wie soll man das denn sagen, anstrengungsloser funktioniert. Genau, ja. Genau, und eigentlich gibt es, könnte man sagen, ganz praktische Anleitung nochmal, wie das funktionieren kann. Das heißt, du da draußen, macht besonders viel Sinn, dann heute dir vielleicht ein bisschen Ruhe zu gönnen, wenn du dir das anguckst und einfach dich darauf einzustellen, innerlich mal mitzumachen bei der einen oder anderen Sequenz, um mal so ein bisschen was zu spüren, wahrzunehmen, so eine Idee zu kriegen. Oder vielleicht auch deine tägliche Meditationspraxis, könnte man sagen, dadurch zu ergänzen. Ne? Ja, genau. Soweit. Ja, und vielleicht für den Anfang, also das Thema ist ja schon irgendwie interessant, ne? Bei Meditation würde man jetzt erstmal denken, da geht es ja nun gar nicht um Anstrengung. Sag doch mal, wieso haben wir diesen Titel jetzt eigentlich gewählt? Also meine Erfahrung ist, dass ganz viele Menschen, die dann bei mir mal so sitzen, irgendwie sagen, ja, ich habe das schon mal ausprobiert und dann sitze ich da und dann habe ich voll die Gedanken und eigentlich darf ich an nichts denken und es ist voll anstrengend oder ich kriege dann Rückenschmerzen und also ein Blumenstrauß an Dingen, die echt, könnte man sagen, dann sehr anstrengend werden. Und Ja. ganz wenig Menschen das irgendwie kontinuierlich praktizieren, obwohl es ganz viele ausprobiert haben. So. Und ja, das vielleicht mal so. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind. Uff, auch vielfältig, ne? Es gibt viele, die auch sehr viel Erfahrung mit Meditation haben, wo mein persönlicher Eindruck ist, na, dass sie entweder es schaffen, zwar die Dinge zu beobachten, aber dass es nicht wirklich alltagstauglich ist, ne? So. Also, dass es irgendwie eine kalte Distanz zu den Dingen bleibt und dass bestimmte Dinge eben nicht auch taufen dürfen. Also so, und das heißt, das Vertrauen, dass die real existierenden Dinge, die da so sich in einem guten Sinne entfalten, es einfach nicht gibt. So, ne? Und dann gibt es natürlich auch einfach Anstrengungen ohne Ende und auch Vorurteile ohne Ende, ne? Was Meditation bedeutet, was die fühlen sollten, was sie möglichst nicht fühlen sollten, weil das ja unspirituell ist und so weiter und so fort, was sehr viel Anstrengungspotenzial beinhaltet, solche Missverständnisse, ne? Weil man, ja, genau. Also da denke ich auch gerade, vielleicht sollte man das auch nochmal, ne? Wir haben ja sicherlich dann auch wieder Zuschauer, die so, könnte man sagen, das noch nie ausprobiert haben. Und vielleicht auch da nochmal so kurz zum Einordnen. Es gibt ja schon, könnte man sagen, die Form von Meditation, wo es so um eine aktive Beeinflussung geht. Ne? Also ich stelle mir vor, ich öffne mein Herz und das Licht scheint und die Liebe erfüllt mich und so weiter. Also man könnte sagen, über meine Vorstellung nehme ich einen Einfluss auf mein Befinden. Ne? Das ist aber nicht das, worum es hier heute für uns geht, sondern bei uns geht es um die zweite Variante, nämlich dieses Beobachten, im Idealfall neutral beziehungsweise freundlich von dem, was wirklich in mir passiert. Auf der gedanklichen Ebene, auf der körperlichen Ebene und auf der Gefühlsebene. Ja, also ohne so zu tun, das gibt's oder das gibt's nicht oder das will ich oder das will ich nicht, sondern was ist wirklich da und sich dem freundlich zuzuwenden und es geschehen zu lassen und zu beobachten. So, nur mal Und vielleicht, so einordnen. ja, und vielleicht ergänze ich das auch gleich. Ne? Fragt Ja, man sich, bitte. wozu, was soll das gut sein und so weiter. Ich sag mal, wenn man jetzt mal rein realistisch guckt, dann geht es in der Meditation ja darum, letztendlich die Vergangenheit und die Zukunft in gewisser Weise gehen zu lassen. Ja? Also, nämlich, dass die Vergangenheit in der Form, sich zu ärgern, sich zu fragen, warum und so weiter. Und die Zukunft in Form von sich Sorgen machen. Also, oh Gott, wie wird das? Und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich auch sinnvoll, weil es ja, also wenn man jetzt mal wirklich an den Punkt geht, wo man im Moment ist, das tatsächlich bedeutet, dass man merkt, die Dinge entfalten sich auf eine gute und harmonische Art. Und tatsächlich macht weder das sich ärgern noch das sich Sorgen machen im Endeffekt wirklich Sinn. Das ist ja nicht ein konstruktives, okay, was kommt auf mich zu? Aha, das sind meine Möglichkeiten. Alles klar, so. Und dann lässt das von innen steuern, sondern es ist ja eigentlich nur ein sich Stress machen mit etwas, was man definitiv nicht wissen kann,
beziehungsweise was man gar nicht mehr beeinflussen kann. Und Und vielleicht insofern, auch, ja. Ja, und insofern ist es schon sinnvoll, sowas wie diesen inneren Fokus zu finden, dem Moment zu vertrauen, weil das heißt ja auch zu erleben, dass es da etwas gibt, was das Leben tatsächlich sinnvoll führt auf eine Art und Weise, ja, wo sich Sorgen machen zur Ruhe kommt und so ein also grundloses Gefühl entsteht von, hey, ich bin gehalten und es wird alles gut. Das ist so, das fühlt sich wirklich so an. Und passiert dann, also erlebt man dann auch, dass es sowas wie einen Flow gibt. Ja, genau. Ja, und vielleicht da, um so ein bisschen den Bogen zu schließen, ich sag mal, neurobiologisch ist es ja so, dass wir, mittlerweile ist ja nachgewiesen, wir entkommen unseren Gefühlen und Körperreaktionen ja auch nicht, ne? Egal, ob ich dann, keine Ahnung, versuche mich abzulenken, Schokolade zu essen, Sport zu machen, was auch immer, ja, da bleiben Dinge in mir, die sind halt da, die kriege ich auch nicht weggezaubert. So. Und die Grundidee ist eben, wenn ich im Hier und Jetzt, weil was anderes habe ich ja eigentlich auch nicht, ja, ich habe weder die Vergangenheit noch die Zukunft, die ist einfach nicht da, wenn ich im Hier und Jetzt zufrieden sein will, also wenn ich die Idee habe von, ich möchte zufriedene Momente und dann könnte man sagen, daraus folgend ein halbwegs nettes Leben, bleibt ja irgendwie auch nichts als in dem Moment, wo all das da ist, auch das, was mir vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so gefällt, könnte man sagen, ich lerne zu akzeptieren, dass es da ist. So, ne? Und erst dann wird es ja möglich, eigentlich, was du beschrieben hast, ne, so ein Gefühl von, man könnte sagen, dieser Raum, ja, dieses sich fallen lassen, dieses alles ist da und irgendwie okay, wenn auch nicht immer schön. Ja? Es gibt ja auch Momente, die sind traurig und trotzdem ist alles okay. Ja, so. Aber dass genau das eigentlich die Grundlage letztendlich ist, worum es bei dem Ganzen irgendwie geht. Ne? So, ja, ja. In dem Moment sich so in sich selbst fallen zu lassen, dass die Dinge, die da sind, da sein dürfen und der Moment ist dann irgendwie okay und friedlich und manchmal sehr schön, manchmal einfach nur sehr still, manchmal sehr aufregend und trotzdem irgendwie okay. Es ist, ja, weißt genau. du? Ja, so, ja und dieses ja. ist okay ist halt ein Wunder. Das kann man nicht herstellen. Ne? Das ist ein Teil, warum Leute sich so wahnsinnig anstrengen, weil sie meinten, sie müssten es so gut akzeptieren, dass sie selber das okay machen müssten. Ne? Aber das ist es ja eben nicht. Sondern das Wunder ist zu erleben, dass wenn ich meine eigenen Aktivitäten, also das Ganze bewerten, es gut finden, es nicht gut finden, auf eine Art fallen lasse, weil das ist das, was ich in gewisser Weise auf eine Art sein lassen kann. Ne? Wenn mir Sorgen machen, irgendwie auf eine aktive Art, das kann ich sein lassen. Und dann in diesem Sein lassen entsteht ein Okay mit den verschiedensten Arten von ehrlichen Berührungen, würde ich das nennen. Nicht Gefühle, die dadurch entstehen, dass ich mich anstrenge, sondern Gefühle, die dadurch eben da sind. Also die Dinge kann man halt nicht einfach sein lassen. Und das zu unterscheiden, was sind Dinge, die sind wirklich da, weil sie mich berühren, weil sie real sind und was sind Dinge, die ich sein lassen kann, auch da steckt wieder ein Riesenpotenzial zu Anstrengungslosigkeit beziehungsweise eben zu Anstrengung. Ne? Ich würde das vielleicht so betiteln, dass worum es da geht beim Seinlassen ist, könnte man sagen, dass ich versuche, etwas zu tun, Schrägstrich zu verändern. Also wenn da die Sorge ist, ne, ja, dann ist da die Sorge. Vielleicht mit ein bisschen Schwere innerlich, ein bisschen Traurigkeit, was auch immer. Ja, so. Aber dieses Aktive, ne, dann, du musst dich nur entspannen, damit du jetzt keine Sorgen mehr hast oder du musst dir nur sagen, ja, morgen ist alles wieder gut oder oh, das Leben sorgt ja für mich, weißt du, dann fange ich an, mir Sachen einzureden in die eine oder die andere Richtung. Ne, sondern dieses Innere einfach mehr sich innerlich zurückzulehnen, zu schauen und zu akzeptieren, ja, da ist gerade Sorge, da ist ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Schwere. Und dann kommt das von selbst, könnte man sagen. Ja, genau. Und das ist halt ein diffiziler Unterschied, das wirklich auf eine Art nicht einfach. So, ne? Voll, also ich habe das auch, ich habe echt, weiß ich nicht, vor so mit 20 habe ich auch angefangen, echt aktiv zu meditieren und ich weiß noch, ich habe so Bodyscan-Sachen gemacht, also auch Bodyscan heißt halt von den Füßen bis zum Kopf eben so den Körper zu spüren und zu spüren, was passiert da so. Und das war zwar schon total hilfreich, weil sich schon viel verändert hat. Also meine, ich wurde achtsamer, ich habe mehr mitgekriegt, ich bin ruhiger geworden. Aber diese Grundidee von alles, was in mir passiert ist, könnte man sagen, okay, ja, so. Also die hatte ich damals nicht, die habe ich auch nicht verstanden und die wurde mir in Anführungsstrichen auch über nichts so vermittelt, ne? So. Und das war der entscheidende Punkt, der halt gefehlt hat, damit es irgendwie rund werden konnte, ne? Weil immer, wenn irgendwas von dieser Idee von, wie meine Welt so aussehen soll, abgewichen ist, ja, keine Ahnung, ich bin überfordert oder angestrengt oder, ja, hilflos, ja, dann war natürlich, jetzt muss ich erstmal meditieren, damit ich mich nicht mehr so fühle,
sondern damit ich mich wieder selbstbewusst entspannt fühle und so, ne? Und da ist halt eine, können wir sagen, ein grundlegendes Verständnisproblem gewesen da in meinem Ansatz, der halt Ja. nicht zu langfristiger Zufriedenheit führen kann, ne? Gut, das ist eine, aber genau, das ist ja auch schwer zu unterscheiden. Also wie man, ich könnte würde mal sagen, ich würde das unterscheiden in, sobald man denkt, man müsste selber dafür sorgen und das Sorgen besteht nicht darin, eben seine Gefühle sozusagen zuzulassen, sondern irgendwie an seinen Gefühlen rumzuschrauben, dass es wieder in Ordnung ist. Das ist so das was zur Anstrengung treibt. Während das andere etwas ist, was ja tatsächlich passiert, ne? Nämlich es ist ja so, dass es mir besser geht. So, ne? Es ist tatsächlich, es entsteht Weite, es entsteht Ruhe. Aber dass man dafür nicht, naja, auf eine Art nicht sorgen kann, das ist dieser Tanz auf des Messers Schneide, ne? Der genau ganz viel zu Missverständnissen Je führt. weniger ich innerlich tue, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es entsteht. Genau. Also, wenn ich innerlich nichts tue, entsteht das. Punkt, das ist ein Versprechen. So kann man es auch sagen, genau. Ja. Wenn man, ja, und die Abstufungen dazu sind manchmal, ne? Also, Ja. ja, genau. Aber vielleicht, Georg, starte doch einfach mal wirklich praktisch, weil wir haben ja schon wieder eine Viertelstunde rum und bevor wir am Ende dann Ja, hier alles nichts gut. Praktisches nach großer Ankündigung an die Leute gebracht haben. Okay. Gut, dann würde ich jetzt einfach mit dem ersten kleinen, ja, das ist so eine Art Experiment. So, genau, fangen wir mal mit einer ganz üblichen Meditation an. Gibt es in vielen, ich sag mal, Kulturkreisen, in vielen Arten, Arten beobachten. Ja, das ist sowas, gehört in den Bereich der Schulung der Voraussetzung für Meditation, nämlich überhaupt über eine längere Zeit präsent zu sein. Wie lange kann ich überhaupt präsent zu sein, ohne abzuschweifen und an irgendwas ganz anderes zu denken? Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an, machen das auf die eine Art und dann gebe ich ein was Kleines rein und gucke mal, ob es damit etwas leichter geht. So, ja. Also die Voraussetzung ist, ihr sucht euch eine bequeme Körperhaltung. Und es heißt zwar mal aufrecht, aber aufrecht ist eigentlich nur dann bequem. Also es ist irgendwann bequem, wenn der Körper wirklich in die Achse fallen darf, ja, und gut ausgerichtet ist. Darum ist das, heißt es immer aufrecht. Aber wenn man das halt gerade noch nicht kann, aus welchem Grund auch immer, geht es jetzt mehr darum, eine bequeme Haltung zu haben, mit der man eine Zeit lang ruhig sein könnte, ohne dass es so weh tut, dass man halt mörderisch abgelenkt ist. So, ne? So, genau. Okay, und in dieser Körperhaltung fangt ihr an zu atmen und versucht sozusagen einfach nur die Strecke zwischen dem Eingang eurer Nase und da, wo die Nase halt ja, in die Luftröhre übergeht, sage ich mal. Einfach diese Strecke zu spüren, wie der Einatmen hochgeht und wie er sozusagen wieder runtergeht. Und ihr versucht die ganze Strecke zu spüren. Das heißt, ihr versucht sozusagen den Weg komplett zu spüren bis nach oben beim Einatmen und den Weg komplett zurück beim Ausatmen, ohne das Bewusstsein von dieser Strecke zu verlieren. Ja, das heißt, wenn ihr merkt, ihr atmet die Strecke hoch und wieder runter und hoch und dann merkt ihr, oh ja, jetzt bin ich beim Einkauf gestern und was hat Oma Frieda nochmal gesagt? Stopp, wieder von vorne anfangen. Ja, wieder auf das Atmen einlassen, die komplette Strecke. Und das jetzt einfach mal so, 20 Sekunden. Einfach so, wie ich das beschrieben habe, mal probieren. Wie lange könnt ihr bei dieser Strecke bleiben?
So, und wir wollen jetzt auch nicht zu lang bleiben, einfach mal so diesen kurzen Moment. Was normalerweise passiert, ist, dass die Menschen versuchen, sich ganz stark zu konzentrieren, ne? Also diesen Bereich unbedingt zu spüren und alles andere irgendwie auszuschließen. Und jetzt versucht mal das Gegenteil, nämlich entspannt mal in euren Augen, entspannt zwischen eurer Stirn, diesen Bereich. Also so entspannen wie möglich die Augen, den Augeninnenraum, die Stirn, das Gesicht loslassen. Was da normalerweise passiert, ist, dass, ne, dieser Fokus, den man sonst so hat, wenn man irgendwo sich stark konzentriert, der verliert sich halt etwas und es wird irgendwie so ein bisschen verschwommener und breiter. Und ihr macht aber trotzdem genau das Gleiche. Lasst zu, dass der Atem kommt und geht. Also ihr holt, also ihr atmet nicht irgendwie besonders doll oder angestrengt, sondern ihr lasst den Atem kommen und gehen. So wie das von alleine passiert. Und entspannt, während ihr also fühlt eure Nase, den Atem in der Nase, einfach Augen und Stirn und das Gesicht, so dass alles so ein bisschen weiter wird. Ne? Also, und alles, was sozusagen zusätzlich ihr vom Körper spürt, ist erlaubt. Ihr braucht euch nicht zu konzentrieren, sondern ihr spürt alles, was ihr sonst noch fühlt, gleichzeitig. Vielleicht hört ihr auch noch Dinge. Also es ist alles erlaubt, wie als wenn diese innere Erlaubnis, diese Entspannung ist. Ihr müsst euch nicht konzentrieren. Das ist völlig okay. Ihr lasst das einfach ein bisschen weiter werden. Es ist nur, dass ihr in diesem etwas weiteren einen kleinen Schwerpunkt habt, nämlich den Atem. Während ihr all das fühlt, habt ihr sowas wie eine kleine freundliche Hinwendung an dieses Gefühl des Atems, der die Nase auf und wieder abwärts läuft. Vielleicht auch, wenn ihr merkt, dass ihr euch irgendwie wieder anstrengt, spannt einfach nochmal wieder die Augen, innerlich nochmal wieder dieses Nachgeben, weitermachen. Okay, und vielleicht so eine kurze Erklärung, was jetzt im Grunde genommen der Sinn dieses Tipps ist, oder ist, dass der Verstand halt dazu neigt, die Dinge zu kontrollieren, ne? Der will was Bestimmtes erreichen, der will besonders entspannt sein, oder der will irgendwas einschließen oder ausschließen oder auf eine Art irgendwie die Kontrolle haben. Und tatsächlich ist Meditation aber das Gegenteil. Das bedeutet nämlich, die Kontrolle loszulassen und zu merken, dass die Dinge ohne diese Kontrolle deutlich besser laufen. Authentischer, echter. Jetzt hat der Verstand natürlich die Fantasie, dass echt und authentisch bedeutet wertlos, nicht so gut, chaotisch, gefährlich. Und deswegen ist Meditation schwierig, weil der Verstand das halt glaubt. Und es ist eben so ein Umerziehungsprozess, dass man halt in so ein Vertrauen kommt und merkt, naja, aber eigentlich ist es anders. Und das ist nicht so. Ja, ist nicht so einfach, ist einfach ein Weg. Aber weil es real ist und man das erleben kann, ist halt ein Weg, den man überprüfen kann. Ja, und dieses Entspannen ist nämlich genau das. Es ist einfach für einen Moment, wenn man einfach mal versucht, nicht hinzustarren, nicht sich zu konzentrieren, dann wird in gewisser Weise, starrt man nicht mehr vom Hirn auf die Dinge und versucht sie zu kontrollieren, sondern man lässt im Gehirn los und dann können die Informationen, die da sind, zum Gehirn kommen. Und es entsteht ein,
ein Fühlen, was irgendwie weiter, unkontrollierter, ein bisschen unschärfer, aber dafür auch lebendiger ist und eben unangestrengter. So, ja, Ja, das, ich ja. ist ja oft, dass wir eben genau diese Idee haben, je mehr wir uns konzentrieren und uns anstrengen, desto besser ist das Ergebnis. Ja. Es ist aber auch leider eine Illusion. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir etwas, wenn man sagen, frei aus uns heraus tun, ohne dass es unbedingt genau so und so und so so sein muss, sondern wir sind so im Fluss mit uns und die Dinge passieren und nachher kommt was total Schönes raus. Die Erfahrung haben wahrscheinlich schon viele Menschen gemacht, dass das viel besser ist, als wenn man sich schon morgens überlegt, was genau am Tag wann wie passieren muss, zu welcher Zeit, mit welchem Ergebnis und dann die Hälfte des Tages schon frustriert rumrennt, weil man merkt, das funktioniert alles nicht, ne? So, und das ist so ein bisschen, könnte man sagen, also Meditation ist auch an vielen Stellen das Leben im Großen, im Kleinen nochmal zu erleben. Also alles, ne, was ihr sonst an Dynamiken mit euch und der Welt habt, ne, das findet man im Kleinen halt in der Meditation auch immer wieder. Und auch das ist eben total spannend, kann man sagen, nach und nach zu merken, dass das da ist, das zu beobachten. Und dann fängt es halt auch an, einen Einfluss, ja, auf den Lebensalltag zu haben, ne, weil eben dann Dinge klarer werden, aber auch weil, wenn ich das im Kleinen kann, einfach mal passieren zu lassen, was da ist, es auch leichter wird im Großen, im normalen Alltag einfach mal zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, ob ich heute den ganzen Garten schaffe oder ob ich einfach nur das mache, wonach mir gerade ist. Ja, so. Und plötzlich mache ich einen total netten Tag im Garten und es macht Spaß, ohne gestresst zu sein. So, Dann genau. schafft man normalerweise auch sogar noch mehr. Das So, ne? könnte Weil, passieren. ja, also sag mal, zumindest die Lerntheorie sagt das ja Ja. tatsächlich, ne? Dass wenn ich meinetwegen Klavierstimme lernen will, je weniger ich mich muskulär und nerval anstrenge, also und nur so schnell bin, wie ich gerade eben das so gut hinkriegen kann und nur so angestrengt, wie ich gerade eben gut spielen kann, dann lerne ich am schnellsten. Tatsächlich. Ne? Und je mehr Anstrengung ich reinbringe, desto weniger schnell merke ich es mir, desto weniger flüssig, schnell wird die Bewegung flüssig. Das So, ist ne? auch neurobiologisch, wenn kannst du quasi die Aktivität des Gehirns wahrnehmen, das kannst du fotografieren, du kannst dann sehen, welche Teile des Gehirns sind aktiv. Und man könnte sagen, bei den Tätigkeiten, je mehr ich mich auf etwas konzentriere und anstrenge, desto weniger Teile des Gehirns sind aktiv, ne? Und je mehr ich loslasse, ja, ob beim Autofahren, bei was auch immer, und je mehr ich mich entspanne, ich sehe plötzlich mehr, ja, weil mein Sichtfeld wird weiter, weil ich nicht nur diesen Tunnelblick habe, sondern ne, plötzlich kann ich hören, ja, was passiert und ne, so. Und sonst ist ganz viel ausgeblendet. Und man könnte sagen, unsere vollen Kapazitäten zu nutzen, ist eigentlich dann erst wirklich möglich, wenn ich aufhöre, so fokussiert, angestrengt irgendetwas zu verfolgen, ein Ziel, eine Aufgabe, mein Leben an sich, wie auch immer. Genau, und da muss man vielleicht jetzt ein Verständnis, eben der Unterschied zwischen konzentrieren tut sich der Verstand, aber was wir wollen, ist Bewusstheit. Und Bewusstheit ist eben etwas, was tatsächlich von alleine da ist, wenn die Nerven sich entspannen. So, ne? Dann ist etwas da, und ich weiß, vielleicht konntet ihr das in dem Experiment vorhin spüren, dass dieses etwas weiter, dass da etwas ist, was also dem Verstand vielleicht auch Angst macht, weil es nicht so kontrolliert ist, ne? Weil es irgendwie unsicher ist. Aber gleichzeitig ist es irgendwie weiter. Und das ist irgendwie, da ist vielleicht hat jemand so einen Hauch von etwas stiller, etwas so eine innere spürbare Ruhe gespürt, die dann eben gleichzeitig da ist mit den Dingen, die sonst so stattfinden. Und genau darum geht es, dass dieses Bewusstsein ist im Grunde genommen diese innere Heimat, die da ist, wenn sich das Gehirn entspannt, so, und in dem die Dinge halt angenommen sind. Gelassenheit. Nennt man das eben auch, ne? Weil man etwas lässt und dadurch entsteht halt ja eine innere Ruhe, die die Dinge von alleine fügt. So. Dann kommen wir vielleicht auch gleich zum zweiten Tipp, weil der Körper etwas ist, was wir nun schon lange haben und kann es helfen oder hat mir oft und vielen Menschen geholfen, dass ich sozusagen in der Meditation mich sozusagen an diese eine Qualität des Bewusstseins erinnere, nämlich sowas wie eine Weichheit, wie eine Zärtlichkeit, wie tatsächlich, ich würde es Liebe nennen, ist eine Qualität des von allein existierenden Bewusstseins ist Liebe. Ja, so ein innerer, zärtlicher Halt. Und wenn ich jetzt sozusagen Ja,
Also ich würde es nur eine. gerade ergänzen, weil das ist, glaube ich, Ja. der Punkt, wo viele Menschen auch ja Schwierigkeiten haben. Nämlich dann finde ich etwas in mir, in so einer Meditation, das ist jetzt nicht so schön. Ja? Zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung, ne, eigentlich total stinkig auf meine Partnerbinderin bin oder auf meinen Chef oder wie auch immer. Und eigentlich will ich ja ausgeglichen und entspannt sein. Und dann merke ich und erinnere mich, ja, ich soll mir ja alles erlauben, was da ist. Also ein Teil erinnert sich daran und sagt, hey, komm, wir lassen das jetzt mal zu und da und so. Und dann reicht aber, könnte man sagen, an manchen Stellen diese reine Erinnerung daran, dass ich ja versuchen will, es zuzulassen, könnte man sagen, nicht so richtig aus, sondern es braucht so ein Gefühl von, wie du schon sagst, Selbstliebe, ja, damit ich mich damit zumindest so weit irgendwie annehmen kann, dass es irgendwie sich langsam, ne, zeigen darf, dass es da sein darf. Aber sich nur zu sagen, und da gibt es ja auch viele Wege, könnte man sagen, da draußen mit, ich bin ein liebenswerter Mensch und das muss ich nur oft genug wiederholen, das führt bei den meisten Menschen dazu, dass das einfach nicht funktioniert. Ja. Und das, was Georg jetzt gerade euch jetzt gleich nochmal näher bringen will, könnte man sagen, ist ein Weg, wie ihr wirklich spürbar fühlen könnt, dass dieses Gefühl von so einem Hauch von Selbstliebe, von Weichheit, von Zärtlichkeit spürbar da ist. Also das Gefühl existiert dann in euch, wenn ihr diese Übung quasi macht. Und dann ist es nachher eben die Kombination aus diesem Schauen und aus dieser Freundlichkeit, ja, die ihr über so diesen, können wir diese minimalen Körperübungen reinbringen, die das dann rund machen, gerade an den Stellen, wo wir uns eigentlich selber gar nicht mögen oder uns das ganz viel Angst macht oder so. Genau, also ich meine, wenn man dann davon redet, wie soll das ins Leben integriert werden, dann bedeutet das ja letztendlich, dass das, was wir in uns ehrlich finden, auch ehrlich existieren darf. Wenn wir uns in uns zum Beispiel finden, naja, mein ehrliches Interesse ist mit Menschen arbeiten, aber Papa mag das gar nicht, der will lieber, dass ich, was weiß ich, Bauarbeiter werde, ja, dann ist das Bewusstwerden in dieser Zärtlichkeit ist das Wissen, dass ich zum Beispiel gerne mit Menschen arbeite. Und um das dann sozusagen, dass diese innere Freude sich im Leben auch manifestiert, dazu muss ich dann natürlich auch ne, mit Menschen arbeiten und nicht doch Bauarbeiter werden, weil dann wird es schwieriger, sage ich jetzt erstmal. Ja. Ja, Okay, okay. aber ja, mach mal, Ja, du wolltest ich will gerade eigentlich Experiment. noch ein Ex noch Ja, okay. Experiment, genau. Okay. Also im Prinzip das Gleiche wie vorhin. Wir benutzen den Atem einfach, um in einem positiven Sinne zu. Also so einen freundlichen Schwerpunkt zu setzen, um sozusagen erstmal mehr in den Körper zu kommen. Gleichzeitig entspannen wir die Augen, die Stirn, sodass mehr so eine Gleichzeitigkeit entsteht. Man kann auch schon mal sowas wie gleichzeitig sich Hände, also mindestens noch die Hände dazu nehmen, dass man merkt, ja, es ist mehr so eine Gesamtheit. Es geht mehr darum, so ein etwas unscharfes Gesamtbild zu spüren, was von alleine kommt, als ein Detail zu fokussieren. Und während ihr das so macht und euch immer mehr erinnert, dass die Dinge da nicht kontrolliert, sondern geliebt werden wollen, fangt ihr an, so eine ganz kleine oder auch größere Bewegung, meinetwegen, also das Becken, ne, das kann man auf dem Boden so ein bisschen nach vorne rollen im Sitzen und ein bisschen nach hinten, dass man ein bisschen rund wird. Und das so langsam. Und so klein, als wolltet ihr euch damit selber streicheln. Also, dass so ein konkretes inneres Gefühl entsteht von Weichheit, von Innigkeit, als würden die etwas ganz zärtlich von innen berühren. So. Und auch wenn da trotzdem vielleicht manche Stellen ruckeln oder so, das meine ich nicht, ja, sondern dass es halt so weich macht, dass es die Bewegung selber tatsächlich auf eine Art weich und innig ist. Und diese Weichheit spürt ihr gleichzeitig. Und der vertraut ja die Gefühle an, wo ihr vielleicht Schwierigkeiten mit habt. Also ihr spürt die gleichzeitig mit dieser Weichheit, während ihr weiter den Atem kommen und gehen lasst. Und immer mehr einfach den Gefühlen vertraut, die von alleine entstehen. Und immer mehr loslasst, dass das, was wichtig ist, ihr schon spürt. Wenn ihr präsent und anwesend seid. Gleichzeitig diese Empfindung und diese Weichheit der Bewegung spürt. Kann das auch im Rhythmus des
von allein kommenden Atmens tun, dass wir ein klares meinetwegen mit dem Ausatmen so ein ganz bewusstes Fallen lassen, wirken lassen, dem Einatmen ganz bewusstes lebendig werden und streicheln der inneren Empfindung. Vielleicht für diejenigen, wo das jetzt noch nicht so geklappt hat. Es gibt da auch andere Möglichkeiten, so ganz einfach, wenn ich zum Beispiel dann meine Hand auf meinen Arm lege und wirklich so ein klassisches, so ein leichtes Streicheln, ne, so ein freundlich mit mir, ne, ach, guck mal, ne, ist gerade ein bisschen traurig oder schwer oder schwierig, ne, so ein, und dadurch so einen Hauch von diesem zärtlichen, sanften Gefühl reinzubringen. Könnte man sagen, vielleicht nochmal so als Alternative zu diesen sanften Bewegungen. Also meine Erfahrung halt mit egal welche man jetzt wählt, ja, ist halt, dass durch dieses konkret körperliche Empfinden von Weichheit irgendwie der Verstand sich erinnert, dass es sich eigentlich nach Annahme sehnt und nicht nach Kontrolle. Dann steht so ein, ah, oh, irgendwie so, Naja, und dass es Annahme in uns gibt. ja, genau. Also, weil das kennen, glaube ich, ganz viele Menschen, dass wir zumindest, ich würde sagen, 99% haben sehr, sehr viel Mitgefühl mit der Welt, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, ja. Und wenn es dann um sie selber geht, dann ist ein Tag sich krank schreiben zu lassen ein Riesenproblem und so weiter und so weiter. Also ganz viel Härte und ganz viel Anspruch und so. Das heißt, es gibt in euch da draußen, in jedem von euch, ein großes Herz mit viel Liebe und Mitgefühl. Und genau darum geht es, dieses Gefühl wieder zu erwecken und euch zukommen zu lassen in all dem, was euch so ausmacht. Und da klappt das vielleicht mal besser und mal schlechter, aber überhaupt erstmal diesen Weg wieder zu gehen, die Liebe für euch zu entdecken. So. Nun haben wir jetzt Ja. schon 9. Wir Ich haben weiß es nicht, nicht nur soll, neun, wir haben ja, schon sind die 10 fünf da, nachgeschaut. genau. Egal. Ist das jetzt etwas länger? Ich hänge trotzdem jetzt nochmal ganz kurz das letzte Ja. dran, obwohl das eigentlich sehr komplex ist, aber nur so als Idee. Wenn das mehr interessiert, also montags mache ich das 14-tägig abends halt ausführlich. Da gehe ich halt eine Stunde diese 3 Punkte immer wieder durch, immer wieder wiederholen aus verschiedenen Perspektiven. Genau, also wenn das interessiert, das Angebot findet ihr dann auch auf meiner Website www.georg-schröder.info. Ja, das ist so kurz der Werbeblock zwischendurch. Philipp, hast du noch was, bevor ich wieder das Ja, Endexperiment einläute? bevor du das letzte Experiment einläutest, ja, also ne, letztendlich, vielleicht das gilt ja so für uns beide, für Georg und für mich, dass wir eben, könnte man sagen, diese grundlegenden Dinge eben vermitteln in den verschiedenen Möglichkeiten. Bei Georg zum Beispiel so montags oder bei mir gibt es zum Beispiel auch diese Intensivcoaching-Geschichte, was ich so anbiete, ne, 3 Monate. Mit wirklich täglich kurzen Übungen am Anfang 5 Minuten, wo es genau darum geht, Schritt für Schritt da eben reinzukommen, dich da einzufinden bei dir selber und dann nach und nach eben wirklich in die Veränderung zu kommen. Und das ist halt eine von vielen Möglichkeiten, ne, da sich auf den Weg zu machen. So, aber Gut, jetzt, okay. Georg, bevor wir dann gleich hier die Bude dicht machen müssen, darfst du noch einmal praktisch ran. Okay, Los alles klar. geht's. Ja. Okay. Jetzt, also Voraussetzungen sind die gleichen. Man meditiert in welcher Art auch immer. Wer das kennt, kann seine eigene Art nutzen. Und wenn ihr so eine Art meditiert, wird ihr entweder merken, ja, ihr seid richtig drin oder eben nicht. So, ne? Auf irgendeine Art merkt man ja, irgendwas ist komisch, irgendwie ist es anstrengend oder ist wirklich voll der Flow. Eine Art, die eigentlich fast, also die sehr schnell eine Rolle spielt, ist, wenn ihr jetzt also meditiert, für einen Moment mal wegzugehen von dem, was ihr empfindet,
hin zu dem, wie fühle ich eigentlich? Und das Wie meine ich jetzt damit, auf welche Art und Weise gucke ich auf meine Gefühle? Ja, meinetwegen, ich meditiere die ganze Zeit und dann gucke ich mal so ein bisschen, wie gucke ich da eigentlich drauf? Und dann merke ich, ich gucke total misstrauisch. Also da ist so eine Art Misstrauen, von wo aus ich die ganze Zeit auf die Gefühle gucke. Oder da ist so eine Art Strenge. Oder da ist so eine Frustration. Das nutzt ja sowieso alles nichts, aber ich gucke da jetzt mal hin. Ja? Also sozusagen der Rahmen, in dem die Gefühle stattfinden. Und jetzt gibt es ganz viele Arten und Weisen, aber ich nenne das einfach das Wie. Weil jedes Wie ist tatsächlich hinderlich. Die einzige Art, die tatsächlich Meditation ist, ist haltungslos, nämlich gar keine Art. Und also wann immer jetzt zum Beispiel merkt, okay, ich wende ich mich würde an. Fast sagen, Georg, neugierig würde ich ja noch durchgehen lassen. Okay, aber Neugier, genau, Neugier ist die Natur des, ist die Natur des Bewusstseins. Okay, da können wir uns drauf einigen. Also ich glaube nur, dass es wichtig ist, also Neugier, ne, zu imitieren, ne? Aber ja, also dieses, ja, okay, dass da ein gewisses Interesse für das ist, ja, was da passiert, so, ne? Und also, ne? Und das mit, also ja, so gesehen ist es dann, sagst du, haltungslos entsteht Neugierde, ja, aber auch das ist ja wichtig zu verstehen. Genau, also irgendein Wort muss man ja benutzen, ne? Das macht da gerade das einzelne Dinge, die es ein bisschen komplizierend macht. Okay, und wenn ihr jetzt merkt, okay, meinetwegen, ihr guckt total streng auf eure Gefühle, nämlich genauso, wie das eure Eltern auch immer gemacht haben, ne? Na, ja, noch eins, dann bemerkt ihr, also jetzt schaltet ihr sozusagen um, nämlich dieses warmherzige Interesse, was ihr vorher, sagen wir mal, auf diese Gefühle gerichtet habt, richtet ihr jetzt auf den Ort im Körper, wo diese Art und Weise ist. Das Strenge ist zum Beispiel so eine Spannung in den Augen und so ein Zusammenziehen des Mundes und so ein, also das, wie der Körper diese Strenge manifestiert, fühlbar manifestiert, das nehmt ihr jetzt in den Fokus eures Interesses, ne, der Neugierde oder ja, des Empfindens und lasst sozusagen eure Bewegung, die Zärtlichkeit der Bewegung und euer waches, präsentes, von alleine daseinendes Bewusstsein für diese Phänomene der Strenge da sein. Also genau die Empfindungen, die das Strengsein